ist der Herbstmeister ist gar nichts. Herbstmeister interessiert auch dieses Jahr gar nicht. Also wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich Herbstmeister werden will, dann sage ich ganz klar nein. Weil das hatten wir schon. Das ist überhaupt für uns überhaupt nicht interessant. Im Gegenteil, das würde nur dafür sorgen, dass dann wahrscheinlich wieder die Parallelen zur letzten Saison man versuchen würde aufzuzeigen. Wir können mit der jetzigen Situation sehr gut leben, wenn wir am Ende der Hinrunde in etwa von den Punkteabständen so stehen wie jetzt oder vielleicht noch den einen oder anderen Punkt aufholen auf Platz 1 oder 2, dann haben wir nichts dagegen und dann haben wir eine fantastische Ausgangsposition für eine hochinteressante Rückrunde.